Sie ist immer dabei, die Handprothese von Arturas Cicenas. Er und seine Frau Helena haben sich mittlerweile daran gewöhnt. Der 32-jährige Litauer hat vor einigen Jahren bei einem Arbeitsunfall seine rechte Hand verloren. Ein traumatisches Erlebnis. Ich habe in einer Plastikrecyclingfirma als Maschinenführer gearbeitet und ist eine Maschine verstopft gewesen. Und unglücklicherweise bin ich ausgerutscht und in die Maschine gelandet. In der BG Unfallklinik Frankfurt trainiert er unermüdlich. Erst kleine Handgriffe, dann immer kompliziertere. Die Hightech-Prothese macht vieles möglich. Trotzdem, was für Menschen mit zwei gesunden Händen ganz einfach ist, muss hier mit Hilfe von Ergotherapeuten neu gelernt werden. Es ist wichtig, dran zu bleiben, zu unterstützen, immer wieder Dinge auszuprobieren. Und das ist am Anfang schon sehr anstrengend, auch für die Patienten. Aber dafür sind wir quasi da und trainieren das auch jeden Tag hier stationär bei uns in der Therapie, damit es einfach nach und nach besser wird. Ich freue mich natürlich. Also nach meinem Unfall, wo ich die Prothese bekommen habe, ich habe mich gefreut, als ich meinen Arm wieder dran hätte. Auf jeden Fall, das hilft im Alltag. Seit 3 Jahren kommt Arturas Cicenas in die Prothesensprechstunde von Dr. Sebastian Benner. Die myoelektrische Handprothese ist Hightech, voll mit modernster Computertechnologie. Früher mussten Armamputierte mühsam Abfolgen von Muskelkontraktionen lernen, um eine Prothese überhaupt zu bewegen. Jetzt geht das einfach und intuitiv, dank Mustererkennung. Neu ist jetzt, dass man 8 Elektroden um den Arm positioniert. Und wenn man davon ausgeht, dass viel der Muskulatur, die die Hand bewegt, ja im Stumpf, also im Unterarm, sich befindet und der Patient ja gerade erst vor einigen Wochen mutmaßlich seine Hand verloren hat, muss er im Prinzip nur das machen, was er vorher auch gemacht hat. Er bewegt seine Muskulatur, diese 8 Elektroden greifen das ab und die Hand bewegt sich so, wie sich auch die echte Hand bewegt hätte. Dabei lernt die Prothese vom Patienten. In der Orthopädie-Werkstatt wird die künstliche Hand regelmäßig kontrolliert und nachjustiert. Denn der Armstumpf verändert sich mit der Zeit. Jetzt die Hand öffnen und locker lassen. Damit die Handgriffe noch besser funktionieren, soll Arturas Cicenas sich das Greifen und Schließen der Hand denken, sie mit seiner verlorenen Phantomhand quasi nachspüren. Mit diesen Signalen wird der Computer in der Prothese dann gefüttert. Das Handschließen, das Handöffnen, das ist ja alles noch da. Dadurch werden verschiedenste Muskeln im Unterarm angespannt. Wir erhalten hier ein Muster und dieses Muster ordnen wir dann quasi der Bewegung zu. Und je öfter er diese Muster neu einspielt, desto feiner wird das Muster. Und desto besser gelingen die Handgriffe. Für Patienten ein Meilenstein. Die Prothesentechnologie hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Aber es ist noch Luft nach oben. Bewegungen wie Fingerspreizen gehen nicht. Und auch das Fühlen ist noch ein Forschungsthema. Trotzdem, die modernen Prothesen haben schon jetzt viele Vorteile. Dadurch, dass der Patient seine Muskulatur weiterhin so bewegt, wie er es vorher gemacht hat, ist auch eine gewisse Rückkopplung zum Gehirn gegeben. Und die Phantomschmerzen, die ja viele Patienten haben nach einer Amputation, die werden dadurch deutlich unterdrückt. Und das hat natürlich noch einen guten Nebeneffekt bei der Nutzung einer solchen Prothese. Arturas Cicenas lebt mit seiner Frau und 2 Kindern im Vogelsberg. Sie sind optimistisch. Seit Anfang des Jahres arbeitet er wieder als Routenplaner für Schwertransporte. Die Prothese gehört heute einfach dazu. Natürlich schlimm, aber wie man im Leben sagt, könnte auch schlimmer passieren. Deswegen gebe ich nicht auf und ich komme damit wirklich klar. Glück im Unglück, dass es ein Arbeitsunfall war. So hat der 32-Jährige Anspruch auf die bestmögliche Versorgung. Die Handprothese hat ihm jedenfalls viel Lebensqualität zurückgegeben. Sehr beeindruckend. Schönen guten Abend, Dr. Sebastian Benner, den wir ja eben schon im Film gesehen haben von der BG Unfallklinik in Frankfurt. Eine der führenden Kliniken für solche Prothesen. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Sie haben und auch diese Hand mitgebracht. Das ist genau diese, ne? Das ist genau die Hand, die wir eben gesehen haben. Mhm. Zeigen Sie mal oder erklären Sie noch mal, ja. Man kann ganz gut sehen, dass sich jeder einzelne Finger bewegen lässt. Mhm.
Lediglich der Daumen, der muss in die sogenannte Oppositionsstellung gebracht werden. Das wenn heißt man ihn also, da haben will. Ne? Hm. Genau, wenn man zum Beispiel diesen sogenannten Dreipunktgriff machen möchte, dann muss der quasi mit der Gegenseite, mit der gesunden Hand in diese Stellung gebracht werden. Mhm. Die Steuerung an sich funktioniert über Stellmotoren in dem Handteller. Die sehen wir hier nicht. Allerdings, wie wir es in dem Video auch schon gesehen haben, in dem Film, wir haben insgesamt 8 Elektroden um den Stumpf. Mhm. Und diese Elektroden greifen ein Bewegungsmuster der Muskulatur, die ja noch vorhanden ist, ab. Und über einen Mikroprozessor wird dann diese Bewegung quasi in einen entsprechenden Handgriff umgeleitet. Mhm. Darf ich mal anfassen, ja, wie schwer so ein Ding ist? Da ist jetzt der Akku noch mit dabei, ja. Also etwas leichter ist sie. Aber okay, also es ist schon Gewicht, wobei man vielleicht auch unterschätzt, was die eigene Hand so wiegt. Weil so ist es. Ja, ja, spannend. Was ist jetzt das sensationell Neue an dieser Prothese im Vergleich zu vorherigen Modellen? Also vorher hat man mit der Zweikanalsteuerung gearbeitet. Das heißt, man hat eine Elektrode auf die Beugeseite positioniert, eine Elektrode auf die Streckseite. Mhm. Und wenn der Patient die Muskulatur der Streckseite angespannt hat, dann ist die Hand aufgegangen. Genau das Gleiche für die Beugeseite, die Hand ist zugegangen. Wenn er jetzt einen bestimmten Handgriff machen wollte, zum Beispiel den Lateralgriff, um eine Scheckkarte zu benutzen, mhm, oder andere, den Dreipunktgriff, dann musste er sich quasi Morsezeichen überlegen, also zweimal die Beugemuskulatur, einmal die Streckmuskulatur anspannen. Er musste also wissen, welche Anspannungsabfolge der Muskulatur ist für welchen Griff geeignet. Und dann konnte er diese Hand gut benutzen. Hier also, weil er nur wirklich diese 2 Zeichen quasi hatte, aus denen er ein ganzes Alphabet quasi ganz genau also formen musste. Ja. Genau, eine gewisse kognitive Leistung. Und hier ist es eben so, man kann das Muskelrauschen abgreifen und der Mikroprozessor nimmt das auf und leitet es dann in die entsprechenden Griffe um. Das ist also viel leichter. Ja, beziehungsweise profitiert jeder und jede Handamputierte von so einer Prothese genau, weil es gibt ja auch andere. Man kann es ja sehen, so eine Prothese, die weckt natürlich Begehrlichkeiten. Das ist ein Hightech, das möchte man gerne haben. Aber es ist nicht so, dass jeder Patient davon profitiert. Also Patienten, die auf einem Hof arbeiten, also schwere körperliche Tätigkeiten machen, bei denen würde so eine Prothese kaputt gehen. Die wäre permanent in der Reparatur. Da haben wir andere Möglichkeiten, die viel, viel besser sind. Und damit sind die Patienten dann auch zufrieden. Okay. Am Ende des Films wurde ja gesagt, gut, dass es ein Arbeitsunfall war. Was wäre gewesen, wenn es nicht gewesen wäre? Also wo ist der Unterschied in der Behandlung? Also ich komme ja aus der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik. Da sind wir gerade in der Rehabilitation und in der Prothesenversorgung überwiegend mit Patienten beschäftigt, die einen Arbeitsunfall hinter sich haben. Das heißt also, der Versicherungs- oder der Kostenträger ist die Berufsgenossenschaft. Mhm. Und der Vorteil ist da, dass wir nach der Maßgabe der BG eben behandeln sollen. Und das ist mit allen geeigneten Mitteln. Mhm. Bei der Kasse ist es eher so, da steht ein gewisses Wirtschaftlichkeitsgebot dahinter. Und da sind die Genehmigungsverfahren oftmals ein bisschen anstrengender, ein bisschen schwieriger. Wobei man sagen muss, also einem Kassenpatienten wird sowas nicht vorenthalten. Okay. Also auch der kann so eine Prothese bekommen. Ich stelle mir jetzt eine Handprothese irgendwie schwieriger vor als eine Beinprothese. Ist das so? Also weil es ja auch viel mit Fühlen zu tun hat. Das ist absolut der Fall, ja. Also wir haben hier schon noch eine Limitation. Wir haben keinen Tastsinn, die Taktilität fehlt. Wir wissen nicht ganz genau, wie stark wir zugreifen. Natürlich behilft man sich mit Mechanismen. Bei den Beinprothesen ist es ein bisschen anders. Also wenn Sie jemanden laufen sehen, der eine Prothese trägt, können Sie sich nicht sicher sein, ist der amputiert oder nicht. Also da geht viel, viel mehr. Wie viele solcher Spezialkliniken wie Sie gibt es in Hessen oder soll ich eher fragen in Deutschland? Ja, also es gibt natürlich nicht so viele, weil glücklicherweise die Verletzung auch nicht so häufig ist. Also es gibt insgesamt 9 BG-Kliniken. An diesen Kliniken gibt es Zentren. In Deutschland? In Deutschland, ja. Genau. Mhm. Da gibt es Zentren, in denen eben der Unfallchirurg, der Handchirurg, alle diejenigen dabei sind, die die Amputation durchführen. Mhm. Aber eben auch einen Orthopädietechniker. Man braucht in so einer Phase auch einen Psychologen, einen Ergotherapeuten. Also alle diejenigen, die da im Team zusammenarbeiten müssen, die findet man in so Zentren. Wie gesagt, in BG-Kliniken, allerdings auch in anderen Kliniken. Aber es sind letzten Endes ein paar Hände voll, mehr sind es nicht. Gut, dass wir einen in Hessen haben. Danke, dass Sie da waren. Danke, Herr Dr. Benner. Gerne.